Willkommen in Modul 4 des Öffentlichkeitsarbeits-Online-Kurses. Wir gucken uns jetzt die Kanäle an, also wie ihr eigentlich eure verschiedenen Zielgruppen erreichen könnt. Vorab dazu, es gibt natürlich viele verschiedene Kanäle, wie ihr eure Leute erreichen könnt und ihr müsst natürlich nicht alle davon benutzen. Es gilt, je mehr Ressourcen ihr habt, desto mehr könnt ihr auch machen. Und hier können wir wieder eine Metapher aus dem Garten benutzen. Wenn ich viele verschiedene Samen sehe, muss ich mir auch die Zeit nehmen, mich dann um die ganzen heranwachsenden Pflänzchen zu kümmern. Fangt also lieber mit wenigen Kanälen an und macht die richtig, statt zu versuchen, auf jeder Hochzeit zu tanzen. Also auf jedem sozialen Netzwerk präsent zu sein, wöchentlich zu bloggen und bei jedem Event dabei zu sein. Und auch ähnlich wie beim Gärtnern gilt, wenn die Pflanze erstmal gewachsen ist und robust ist, dann braucht sie auch weniger Pflege. Und dann kannst du dich dann lieber um das neue Öffentlichkeitsarbeitspflänzchen kümmern. Schauen wir uns mal die wichtigsten Kanäle an. Das ist jetzt nicht die Reihenfolge, wie wichtig sie sind, sondern ihr müsst immer für euch entscheiden, was für eure Zielgruppe am passendsten ist. Okay, schauen wir uns mal die verschiedenen Kanäle und die verschiedenen Möglichkeiten an, die ihr habt. Eine eigene Website zu haben ist sehr wichtig, damit ihr eine Homebase habt, wo ihr eure Informationen und eure Kontaktdaten veröffentlichen könnt. Also Informationen über euch, wer seid ihr, was wollt ihr und so weiter, siehe Selbstbeschreibungstexte. Informationen zum Team, Informationen, wie man mitmachen kann, was es für Aktionen gibt, Projekte, bei denen man sich beteiligen kann, Veranstaltungen, zu denen man gehen kann und natürlich die Kontaktdaten für Menschen, die mitmachen wollen, die sich für euer Angebot interessieren, natürlich für Presseanfragen. Ihr solltet darauf achten, dass eure Webseite gepflegt ist, das heißt, dass diese Informationen immer aktuell sind. Pressearbeit ist ebenfalls ein wichtiger Teil von Öffentlichkeitsarbeit und manchmal werden diese beiden Begriffe sogar synonym verwendet. Sie sind aber keine Synonyme. Mit Pressearbeit ist gemeint, dass die Presse, also die Medien oder andere MultiplikatorInnen über euch berichten. Das bedeutet, ihr bekommt die Reichweite eines Mediums und die kann sehr, sehr groß sein. Allerdings ist es natürlich nicht garantiert, dass jedes Medium über euch berichtet, nur weil ihr denen eine Pressemitteilung schickt oder sonst wie Kontakt mit denen aufnehmt. Das heißt, Pressearbeit muss sich verdient werden, indem man eben die Nachrichtenwertfaktoren erfüllt. Bei den sozialen Netzwerken ist es ein bisschen andersrum. Da habt ihr selber die Hoheit darüber, was ihr posten möchtet, welche Inhalte ihr verbreiten möchtet, wie ihr euch darstellen möchtet, aber ihr habt natürlich nicht automatisch eine Reichweite. Die könnt ihr euch aber erarbeiten, indem ihr eben selber gute Inhalte erstellt und indem ihr mit anderen zusammenarbeitet. Wenn ihr Content machen wollt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sowohl den Longform-Content, sowas wie Blogposts, YouTube-Videos oder Podcast-Folgen, wo ihr mehr in die Tiefe gehen könnt oder wo ihr zum Beispiel Interviews führen könnt, wo ihr ausführlicher über euch und eure Vision erzählen könnt. Und es gibt den sogenannten Shortform-Content. Das ist der Content auf den sozialen Netzwerken, also sowas wie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Da ist man in der Regel beschränkt, kann nicht so viele Wörter, nicht so viel Zeichen, nicht so viel Bilder posten. Man muss sich also ein bisschen an die Spielregeln dieser sozialen Netzwerke halten, hat da aber die Chance, dass man eben durch diese Netzwerkeffekte sich mit anderen vernetzen kann, Reichweite gewinnen kann, gefunden werden kann von Menschen, die sich für eure Inhalte interessieren. Während eine Website in der Regel einfach nur gelesen wird, habt ihr in den sozialen Netzwerken auch die Möglichkeit, wirklich mit den Menschen zu interagieren und eine Community aufzubauen. Das ist so der Jackpot, den man immer möchte. Nicht alle Menschen, die euch folgen, sind dann automatisch Teil eurer Community. Aber wenn ihr das gezielt angeht, dann könnt ihr wirklich die sozialen Netzwerke super benutzen, um eine Community von Menschen mit den gleichen Werten, mit den gleichen Zielen und so weiter aufzubauen. Dann haben wir noch zwei Kanäle, die wichtig sind, um den direkten Kontakt mit euren Unterstützerinnen und Unterstützern herzustellen. Das sind E-Mail-Newsletter und das sind Messenger. Im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken könnt ihr hier wirklich direkt den Kontakt aufbauen. Das heißt, ihr wisst ganz genau, wenn 100 Leute unseren E-Mail-Newsletter abonniert haben, wenn 200 Leute in unserer Messenger-Gruppe drin sind, dann bekommen die unsere Nachricht, die wir ihnen jetzt schicken. Diese Garantie habt ihr in den sozialen Netzwerken leider nicht. Dafür ist es in der Regel ein bisschen schwieriger, die Menschen dazu zu bringen, sich für so etwas anzumelden. Das heißt, die Leute, die euren Newsletter abonniert haben oder in einer Messenger-Gruppe sind, sind in der Regel die, die sich wirklich stark für euch und eure Arbeit interessieren. Dann gibt es natürlich noch Printprodukte, also sowas wie Flyer, Broschüren, Handouts, Sticker und so weiter. Alles, was man eben Leuten mitgeben kann, zum Beispiel bei einer Aktion oder was man verteilen kann, was man auslegen kann. Hier ist es total spannend, wenn ihr verschiedene Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner habt, wo eure Zielgruppe ist. Also zum Beispiel, ihr macht was für Jugendliche und dürft dann in einem Jugendzentrum euren Flyer auslegen oder euer Plakat aufhängen. Das ist eine coole Möglichkeit, damit Leute auf euch aufmerksam werden. Andererseits ist es natürlich aus Kosten- und aus Nachhaltigkeitsgründen nicht für alle Initiativen möglich, da große Printprodukte herzustellen, zu drucken und zu verteilen.
Veranstaltungen spielen natürlich eine große Rolle und seit der Pandemie gibt es auch immer mehr digitale Veranstaltungen, die auch gut angenommen werden von den Besucherinnen und Besuchern. Da könnt ihr also schauen, wollt ihr eure eigenen Veranstaltungen organisieren? Das kann sowas sein wie ein Infoabend, wie ein Workshop, wie eine Demo. Oder wollt ihr euch bei anderen Veranstaltungen beteiligen? Also vielleicht gibt es sowas wie eine Engagementmesse in eurer Stadt und ihr könnt dann dort einen kleinen Stand aufbauen und von eurem Engagement erzählen und so versuchen, neue Leute auf euch aufmerksam zu machen. Oder vielleicht gibt es einen Aktionstag und ihr könnt im Rahmen des Aktionstags einen Workshop anbieten. Das Tolle an dieser Art von Veranstaltung ist natürlich, dass man viel weniger Aufwand hat, weil man sich eben nur beteiligt und nur um den eigenen Beitrag kümmern muss. Und es ist eine tolle Möglichkeit, Kontakt zu knüpfen und mehr Reichweite zu bekommen, also dass zum Beispiel mehr Leute aus der Stadt erfahren, dass es da euch als neue Initiative gibt. Und dann haben wir eben noch die Kooperationen. Die sind jetzt schon angeklungen bei ein paar anderen dieser Kanäle. Die kann man also sehr gut kombinieren. Ihr könnt also zum Beispiel schauen, wie könnt ihr auf Social Media kooperieren mit einer anderen Initiative, einem Verein, einer Organisation. Oder wie könnt ihr gemeinsam eine Veranstaltung machen. Und da lohnt es sich immer zu schauen, was gibt es für Organisationen, die die gleichen Ziele haben wie wir? Oder was gibt es für Organisationen, die die gleiche Zielgruppe haben wie wir? Das heißt, vielleicht wollt ihr Jugendliche erreichen und könnt dann eben schauen, okay, wer arbeitet denn noch mit Jugendlichen? Und dann werdet ihr zum Beispiel auf einen Sportverein aufmerksam. Die haben andere Ziele als ihr, aber sie haben die gleiche Zielgruppe. Und so könnte man dann schauen, ob man gemeinsam eine Idee findet, eine Kooperationsidee, von der beide Organisationen profitieren und womit ihr dann eben mehr Leute erreichen könnt. Wichtig ist, dass ihr auffindbar seid. Also, dass Leute euch finden, die von euch direkt hören. Also zum Beispiel, ihr habt eine Person, die kennt euch, die findet euch cool und die erzählt einer Freundin von euch. Die Freundin tippt dann euren Namen ein in eine Suchmaschine oder gibt in einem Social-Media-Kanal euren Namen ein und findet dann dort eure Website oder euer Profil. Das ist der Best Case, dass die Person euren Namen kennt und dass ihr dann auch diese Kanäle habt. Aber nicht alle Menschen kennen euch schon, sondern die kommen dann über das Thema zu euch. Das heißt, die würden nach einem Thema suchen, also vielleicht sowas wie Foodsharing in meiner Region und würden dann eben schauen, wen und was gibt es alles? Was gibt es alles für Angebote zu diesem Thema, das mich interessiert? Und damit ihr auch für so etwas gefunden werdet, solltet ihr euch Gedanken machen, welche Wörter, welche Begriffe würden die Menschen, die mich finden sollen, benutzen? Und diese Begriffe solltet ihr dann auf eurer Webseite, auf euren Social-Media-Profilen, überall, wo man euch dann auffinden kann, quasi benutzen, damit die Leute eben zu euch finden. Hier seht ihr nochmal die wichtigsten Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit im Überblick. Und denkt dran, ihr müsst davon nicht alles verwenden und vor allem nicht alles gleichzeitig, sondern pickt euch davon ein, zwei Sachen raus, mit denen ihr startet. Ihr könnt natürlich auch Kanäle wieder schließen, wenn ihr das Gefühl habt, dass das nichts bringt und dass das nur eure Ressourcen auffrisst. Macht da gerne mal alle paar Monate einen Check und schaut, welche Kanäle benutzen wir, was davon funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und wollen wir vielleicht etwas Neues ausprobieren mit der frei gewordenen Zeit, wenn wir dann etwas, was nicht so gut funktioniert, einfach weglassen.